Damit begrüße ich euch ganz recht herzlich hier zu einer doch etwas länger her erschienenen BeamNG Drive-Folge. Mir gingen halt nur die Ideen aus, was man so machen könnte. Allerdings ist mir dann aufgefallen, seit dem neuesten Update kann man experimentell den Karrieremodus endlich spielen. Ja. Und das tun wir jetzt auch. Wir schauen mal rein. Ja, ich bin angestellt ein Startler, legen ein neues Profil an und nenne das einfach mal, keine Ahnung, Cappuccino. Ich hoffe, das schreibt man so richtig. Ja, gut, sollte stimmen. Start. Natürlich mit Tutorial. Wir wollen mal gucken, wie genau das aufgebaut ist. Wenn es denn heute laden werden wird, will, tun, tut oder auch nicht. Weil irgendwie lädt das hier gerade gar nicht. So, auch gar nicht am Ruckeln. Gut, das lese natürlich nicht alles vor. Das könnt ihr euch selbst übersetzen. Natürlich übersetze ich auch ein paar Sachen. Mein Fortschritt wird halt gespeichert, sobald das Tutorial abgeschlossen ist. Nicht schlecht. Wir schauen uns um. Wir laufen rum. Geht doch. Rennen mit Shift, ja. Fahrzeug betreten. Das soll unser erstes Auto sein. Schön, dass wir eins gestellt bekommen. So. Switch Camera. Machen wir mal. Aber ich fahre lieber gerne in der Ego-Perspektive. So. Motor aufdrehen lassen. Drehzahl. Bremse treten. Lenkrad drehen. Am Rad drehen. So. Ja, hier müssen wir natürlich aufpassen. Jedes Auto ist anders. Wir haben hier einen Handschalter. So. Jetzt fahren wir mal hier irgendwie wild rum. Gut. Jetzt soll ich irgendwo reinfahren. Keine Ahnung. Habe ich gemacht. Oh. Was? Man kann in dem Spiel die Versicherung abschließen? Wie geil ist das denn? Ich bin jetzt schon voll beeindruckt davon. Geil. Use Vehicle Recover. Mache ich mal. Recover and Repair. Nice. Gut, die Map kennen wir ja. Wegpunkte setzen. Indem wir mal M drücken für die Map zum Öffnen. Setzen wir uns dann genau hier hin, sagt er, zur Tanke eine Route. Und fahren dann mal hin. Close mit M wieder. Okay. Normalerweise ging es auch mit Escape, aber die wollen es hier eben mit M. Die wollen natürlich auch nicht gleich kaputt fahren wieder hier. So, ich fahre zwar wie die letzte Sau, blinken tue ich trotzdem. Einfach weil wir es können. Hier ist die Tankstelle. So, einmal hier hin. So. Oh, hup. Ich wollte eigentlich... Egal. Fahrzeug auftanken. Komisch, dass das jetzt auf Deutsch war. Self-Start. Ah, ich kann sogar per Hand selber... Okay. Okay, reicht, glaube ich, erstmal. Steht ja hier. Ein Select Pay Button. Cool. Bezahlt. Okay. Naja, ist gut, ist gut. Wir sollen jetzt irgendwo. Ah ja, Motor an natürlich. Wir sollen jetzt irgendwo hinfahren. Zu irgendeiner Challenge Location. Gut, da haben wir schon mal unsere erste Aufgabe für heute. Performance ist irgendwie komplett für den Arsch hier. 30 FPS. Was willst du machen? Das liegt daran, dass ich das Ganze aufnehme. Ich weiß es nicht. Aber ist halt, wie gesagt, noch alles Early Access, ne? Okay. Hier hin. So. Und dann fangen wir mal an, ne? Details anzeigen. Gut, komm mal am Ziel an. Komm mal rechtzeitig an. Vermeide, dein Fahrzeug zu reparieren. Ja, ist einfach nur... Eine Challenge, irgendwo anzukommen und das so schnell wie möglich. Ohne Damage. Einiges ist auf Deutsch und einiges auf Englisch. Das ist total, weiß nicht, verwirrend. Ach, da hinten muss ich hin. Ist aber voll weit, oder? Ja, wir werden es ja sehen. Wie viel Zeit haben wir denn? Der Countdown von der 3 gab es gar nicht.
So, da wir jetzt eh wie die letzte Sau fahren, was muss ich da blinken? Ist das sinnlos? Oh, 10 Minuten haben wir dafür insgesamt. Nicht schlecht. Gucken, ob das reicht. Aber klingt machbar. Sehr machbar. Hier darf man bis 40 Meilen pro Stunde fahren. Ja, schneller kommt das Auto jetzt eh nicht den Berg hoch. Natürlich aufpassen. Boah, die Lenkung, die ist so... Alter, der Lenkeinschlag ist schon beschissen. Aber das ist so weich. Also direkt ist es gar nicht das Auto. Das ist ja das Gegenteil, das komplette Gegenteil davon. So, wie komme ich da vorbei? Außen. Gute Idee, echt gute Idee. Bleib stehen, danke. Es macht jetzt schon übel Bock. Und dadurch, dass man jetzt eben auch schon vorher laufen konnte in dem Spiel, was sie ja irgendwann mal reingepatcht haben, von einem halben oder vom Jahr, kann auch noch länger her sein, macht das jetzt natürlich Sinn, auch rumzulaufen im Karrieremodus, ne? Wisst ihr, was ich meine? Gut, das ist Amerika, hier kann man auch rechts überholen, ist egal. Wir haben bloß 4 Gänge. Aber gut, wenn man langsam fährt, ist man auch nicht. Ist die Gefahr nicht höher, einen Unfall zu bauen, ne? Was macht ihr denn da? Was macht der denn da? Boah, Reflexe muss man haben. Das machen die doch mit Absicht. Oh oh. Können wir mal blinken. Nicht hupen, blinken. So, da sind wir auch schon. Ohne Kratzer. Gucken, was wir auch für Geld eigentlich haben. Huch. Ich bin da. Erfolgreich. Hier fortfahren. Was ist denn das? Sind das BeamNG-Dollar? 900 und 300 XP. Nicht schlecht. Wisst ihr was, Leute? Ich nenne es einfach Boller. BeamNG und Dollar. Wisst ihr? Boller. Hm. Ey, geil, man kann Stunts machen, Rallye-Auto, Polizei verfolgen, Lieferungen, das wird bestimmt richtig geil. Und natürlich Rennfahren, ne? Darf ein BeamNG auch nicht fehlen. Gut, ja, Handbremse ist angezogen, ich steige mal aus. Und geh mal hier hin, ne? Zum Autohändler. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab ein 10.888 Boller. BeamNG-Dollar. Boller. So. Und ich sag euch ganz ehrlich, der hat zwar übel viele Kilometer, ne? Aber ist egal. Der hat Allrad. Und das finde ich sehr gut. Auf den Preis habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber egal. Cool, man kann sich das erstmal anschauen. Dann die Kaufinformationen sich holen und dann kann man immer noch sagen ja oder nein. Man kann es halt eben anschauen die ganze Zeit, das ist cool. Hübsch. Wie viel kommt in den Kofferraum rein? Nicht sehr viel, meine Güte. Sehr klein. Was haben wir unter der Haube? Das können wir nämlich auch öffnen. Sieht nach einem großen Motor aus. Keine Ahnung davon. Egal. Ja, choose trade in soll ich jetzt auswählen. Okay, was auch immer das heißen soll. Trade in und, ja, kaufen. Man kann sich das Auto sogar liefern lassen zu einer Garage, wenn man eine hat. Wie geil ist das denn? Ja, ich bin mir sicher. Drive away. Mit Vergnügen. Und das ist doch ein geniales Thumbnail fürs Erste, ne? So. Vollgetankt ist er auch. Und, let's go. Ich sag euch ehrlich, ich bin sogar eher ein Fan, bei solchen Simulatoren in der Ego-Perspektive zu fahren. First Person. So, wir sollen jetzt zur Garage fahren. Das machen wir mal.
So. So, hier kann man am Laptop sein Inventar einsehen und Sachen kaufen. Geil. Gut, Exit Vehicle machen wir natürlich aus hier. Metalleffekt. Sehr schön. Ach, da muss ich hin. Was ist auch das gerade? Use Computer. Teile kaufen. Natürlich kann man sein Auto hier komplett customizen, ne, mit Tuning-Teilen und. Oder wie hier jetzt Cargo Parts. Eine Cargo Box sollen wir uns kaufen oder installieren. Und ja, jetzt kaufen. 58 Dollar, ja. Tutorial komplett. Geil. Map öffnen. Einige Challenges wurden freigeschaltet. Cool. Ja, nächste Seite. Was gibt's noch? Oben Logbook. Das ist nicht alles gibt, ne? Achievements. Und man kann Kohle ernten. Boah, geil. Nächste Seite. Ein Progress Screen. Nice. Awesome. Game saved. Cool. So. Und jetzt. Warum ist das Auto an? Ich hab's doch ausgemacht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch eine Mission, weil das bockt gerade richtig. Mich nerven nur diese blöden 30 FPS, aber was willst du machen? Ja, Map öffnen. Missionen wurden freigeschaltet. Zum Beispiel, was ist hier? Polizei. Was ist das denn? Zwei Items sind hier zu availen. Okay. Ich mache erstmal ein paar Missionen. Glaube ich. Ist, glaube ich, das Beste. Komm, machen wir mal Polizeimission, oder? Verfolgung. Set Route. Fahren wir mal hin. So, ich kann nach vorne rausfahren. Ist auch ein schönes Lenkrad, das Auto. Oh, dieser blinkt geil. Soll ich denn hier rauskommen? Ah, geht schon. So, da sind wir ja auch schon. Ging ja schnell. Hallo, ich bin da. Darf ich? Jetzt. So. Ist immer so genau hier. Details anzeigen. Stoppe den Fahrer, der nicht bereit ist, sein Bußgelder zu zahlen. Gerne doch. Game safe. Das ist immer wichtig, darauf zu achten. Ja, dass das kommt. Und los geht's, würde ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Sachen geguckt, die wir brauchen dafür. Das können wir auch mal in dieser Perspektive machen. Ist auch nicht so schlimm. Wenig Damage. Na, wie das gehen soll. Oh, der bremst mich aus. Los, rein da mit dir. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jawohl. Perfekter geht's ja wohl nicht. Unter 30 Sekunden auch noch. Boah, wie viel Sachen wir bekommen. Was ist denn das alles? Geil. Game saved. Ganz wichtig. Bitte lade das Spiel. Bitte lade. Ich höre nur irgendwas im Hintergrund. So. Mein Lenkrad verdreht sich. Ich höre Sachen, aber ich sehe keine Sachen. Was ist das denn jetzt? Ich habe Input. Aber ich sehe nichts. Hallo, Spiel. Aha. Ja, Bug, ne? Ist halt Early Access, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Na, ein Glück ist jetzt nichts passiert, ne? Mein Gott. So, wir haben aber noch eine Mission hier gehabt. Siehst du, wie das aussah? Achso, ja, nee, ist sinnlos. Ist sinnlos. Einfach rückwärts fahren. Huch. Muss er Kupplung treten. Ich Depp. Kann man sowas vergessen?
So, halte an. Ich habe jetzt hier meine Mission. Danke. Die zwei bitte. Verstecken. Mit dem Standard-Pickup-Truck. Nicht schlecht. Vor allem, wer es noch weiß von euch Leuten, ne? Der allererste Pickup-Truck in BeamNG, der war nicht blau. Das Wort war der gleiche, aber der war nicht blau. Der war weiß. Hätte ich mir auch nochmal gewünscht. So, jetzt, nichts wie weg hier. Oh, die Lenkung. Ist ja echt wie Need for Speed hier gemacht. Ja. Wow. Oh, die haben sich festgefahren. Wie geil. Aber da vorne ist noch einer. Wow, super. Die wissen natürlich genau, wo ich lang will. Ich fahre jetzt mal anders. Ich fahre jetzt einfach anders. Können mich mal... Oh, warte mal. Was? Was? Als ob das Ziel war. Wie es geahnt hätte. Ja, geil. Okay, das ist tatsächlich immer wieder ein Bug, dass es irgendwie schwarz wird. Das ist, sollte immer wieder mal die Map öffnen. So, ich fahre jetzt mal hier hin. Hier gibt es scheinbar ein paar Sachen zu sehen, zu holen. Keine Ahnung. Auch gerade ein komischer Soundbug. Oh, Stau. Na, die haben natürlich viel mehr Bums als ich mit meiner Kiste hier. Aber wir haben Allrad. Wow, so macht man das. So, jetzt hier links. Scheinbar. Die Navigation von dem Spiel ist an sich auch nicht so schlecht. Nur würde ich es besser finden, wenn die Pfeile auf dem Boden auch direkt auf meiner Spur sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber egal. Der Karrieremodus ist schon geil genug für das Spiel. Echt, das ist hammergeil. Wir sollten natürlich auch darauf achten, dass wir nicht so viel Sprit verballern, weil es kostet ja dann auch wieder Haufen Geld, ne? Und vor allem keinen Unfall bauen. Weil der Unfall baut, der ist am Arsch ja wirklich mit Konsequenzen im Spiel. Wie im echten Leben, ne? Das System ist aber dennoch richtig geil. Da lernt man mal das Spiel so richtig kennen, ne? So, was soll hier sein? In der Kluft. Was ist hier? Was kann ich hier tun? Inspect. Lieferungen sind angekommen. Lieferungs-Gameplay-Details. Ja, mal gucken. Mein Fahrzeug musste Cargo-Box installiert haben, um Lieferungen zu machen. Natürlich tut das ganze, die ganze Ladung natürlich mehr Gewicht aufs Auto, ist ja klar. Bla bla bla. Und natürlich auch Zeit, ne? Auf Zeit alles. Aber wir haben uns vorhin eine Cargo-Box kaufen müssen im Tutorial, also sollte das ja gehen, ne? Level 2, kann ich das machen oder nicht? My Cargo. Slots frei, 4, aber ich kann irgendwie nichts. Automatic Route? Ich kann scheinbar nichts machen. Ich muss wohl Sachen kaufen. Okay, dann müssen wir nochmal zur Garage fahren, ne? Wenn ich weiß, wo die ist. Wenn ich weiß, wo meine Garage ist. Garagencomputer. So, Set Route. Ist ja auch gleich um die Ecke. Zum Glück.
Kann natürlich auch daran liegen, dass die Performance so mies ist wegen der KI, ne? Kann ich mir jetzt noch vorstellen. Aber... Oh, jetzt bin ich... irgendwie hier. Der fährt auch da lang. Schnell weg, bevor der mir reinfährt. So, einmal hier rein. In meine Garage. Habt ihr das gesehen? Das Licht ging von selber an, als ich hier reingefahren bin. Wie geil. Warum ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Als wir hier angekommen sind im Tutorial. So. Parts kaufen. Und zwar Cargo Parts. Ich brauche... Roof Bars, ne? Würde ich meinen. Und dann... Already installed. Nochmal, so. Ah, das ist da hinten drin. Ja, nice. Ich habe jetzt trotzdem mal die Roof Bars genommen. Cargo Load Box XL. Reicht die eine wohl nicht? Oha. Na ne, sowas Großes brauche ich eigentlich nicht. Das kann ich eigentlich wieder removen. Aber es ist alles weg, ja super. Hier, Roof Bars Load. Install. Da. Wird doch wohl reichen. Kaufen wir mal. Ja. So. Motor ist natürlich wieder angeblieben. Warum auch immer. Das ist natürlich auch wichtig, auf den Tank zu achten. Aber der ist natürlich noch voll. Auto ist ja noch neu. Und knall die Tür am besten noch doller zu, ne? Du Idiot. Set route. Jetzt wieder dahin. Ein Glück haben wir in dem Fall natürlich auch als Allrad. Ne? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man solche Lieferungen hier macht. Das ist wirklich sehr von Folter. Ich glaube, eine bessere Wahl kann man eigentlich nicht treffen. Und die hohen Kilometeranzahl, Herrgott, wen juckt's. Also, können wir jetzt was tun? Inspect. No cargo available. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt sogar 3 Slots frei. Okay, ja, dann müssen wir woanders hinfahren. Wo man was machen kann an Lieferungen. Hier sind 10 Items gerade verfügbar. Wie weit ist das? Oh je, das ist ein bisschen, aber das ist auch gerade nicht besser hier, ne? Das war besser zum Hinkommen. Da fahre ich mal dahin. Ach nee, da sind keine Items da. Ja, Mist. Hier sind 11 Items. Ah nee, ich fahre jetzt dahin. Ist schon gut so. Oh, das ist wieder Rückstau. Wegen einer Ampel, oh, wo ich ja so Lust drauf habe zu warten. Und die Performance, ey, meine Fresse. Geht ja mal gar nicht. Hier fährt natürlich irgendwie keine Sau lang, weil es irgendwie ja... Wir sind ja offensichtlich in der Rennstrecke jetzt. Ja, auf einer Rennstrecke meine ich jetzt so.
in der Rennanlage nächstes Mal. Oh, hier stehen Autos. Hier fahren doch Autos. What the fuck? Was macht ihr hier? Und wo soll ich jetzt hin? Da hin. Aha. Was ist der kleine Laden hier? Ja, gut. So, Inspect. Was habt ihr für mich? Oh mein Gott, das schaffe ich alles nicht. Aber hier ist was innerhalb von... Nee, das ist zu weit. Hier ist was Kurzes innerhalb von 2 Minuten. Das mache ich. So, los geht's. Sieht man das, was ich geladen habe? Nee, ne? Nee, schade. Na gut, es ist ja in einer kleinen Kiste, haben wir ja gesehen, haben wir es jetzt gelagert. Wir haben bis 2 Minuten dafür. Beeilung. Oh ja, das merkt man, dass du mehr Gewicht hast. Das merkt man. Gib mal ein bisschen Stoff. So, kommt keiner. Also weiter. Oh Gott. Das fährt sich echt anders jetzt, ey. Meine Güte, meine Fresse. Ist das verrückt. Aber genau so kennt man BeamNG. Darf ich mal vorbei? Danke. Oh. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Wo wir das Auto gekauft haben. Jetzt sollen wir es hier abliefern. Ein paar Sachen. Nett. Drop off. Haben wir doch geschafft. Innerhalb der Zeit. Und da es hier gespeichert hat. Sehr wenig Geld bekommen, aber egal. Cool. Ja, ich würde sagen, da das Spiel jetzt hier gespeichert ist, würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, BeamNG Drive. Oder allerlei Folge, ich kann eigentlich nochmal rückwärts irgendwo einparken. So. Ja, so, passt schon. So, Handbremse anziehen, Motor aus. Und Tschüssikowski!